Bass. GamePiece und GameCards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Cioxychan187, so, ich habe für euch ein neues Video. In diesem Video geht es darum, ich zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr super schnell eine öffentliche Solo-Sitzung bekommt. Kommen wir zum Video, let's go! Als allererstes müsst ihr eine öffentliche Lobby suchen, am besten voll oder halb leer. Es ist eigentlich scheißegal, weil sie eh gleich alle verschwinden. Habt ihr eine öffentliche Lobby gesucht und gefunden, danach müsst ihr einfach den PS-Button gedrückt halten, geht's in die Option Einstellung. Seid ihr dann in den Einstellungen drin, geht's hier ganz nach unten mit dem Steuerkreuz. Dort gibt's eine Kategorie, die heißt Datum und Uhrzeit. Habt ihr die gefunden, dann bestätigt ihr es mit X. Dann gibt's noch eine Kategorie, Datum und Uhrzeit einstellen. Manuell einstellen und ihr müsst den Monat um 1 nach vorne machen. Bestätigt mit X und geht's komplett raus. Geht's in GTA und ihr habt jetzt ein Freeze. Scheiß drauf, drückt erneut den PS-Button, geht's unter Einstellung, sucht die Kategorie Datum und Uhrzeit. Dann gibt's die Option Datum und Uhrzeit Einstellung, manuell einstellen und tut's den Monat um 1 wieder zurück auf das aktuelle Datum von heute. Danach geht's ihr erneut in GTA rein. Und ihr seht es dann selber, ihr habt eine öffentliche Sitzung für euch und natürlich für eure Freunde ganz allein. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, mit euren Freunden zusammen eure Lagers verkaufen und es stört euch kein einziger Random. Ihr braucht keine Angst haben, dass eure Kisten oder euer Drogenzeug zerstört wird von irgendeinem Random. So, jetzt demonstriere ich es euch wieder, dass es wirklich easy ist und dass es auch wirklich bei jedem Mal klappt, dass man eine öffentliche Lobby schnell wie möglich leerräumen kann. Jetzt hat es ein bisschen gebuggt, von meiner letzten Lobby standen die Spieler, dass sie verlassen haben. Aber jetzt seht ihr selber, ich habe aktuell 27 Leute drin. Aber ihr seht es dann gleich selber, dass die ganzen Leute wieder draußen sind aus der öffentlichen Lobby. Ich weiß, dass es kein übertriebener krasser Glitch ist. Es ist einfach nur ein kleiner Trick, der euch ermöglicht, eure Ware, egal ob Drogen oder die vom CIO, abzuliefern bzw. zu verkaufen, ohne Angst zu haben, dass irgendein Random eure Sachen kaputt macht. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich, mehr Videos hochzuladen. Peace out rein, mein Name ist Oxygen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oxygen Production.